Hallo und herzlich willkommen bei Altendorf. Mein Name ist Sven Kostros und ich möchte euch heute unser Flaggschiff, die F45, vorstellen. Der modulare Aufbau der F45 bietet euch die Möglichkeit, die Maschine ganz individuell nach euren Vorstellungen und Anforderungen zu konfigurieren. Das hat den großen Vorteil, dass die F45 dann genau zu eurer Werkstatt und zu euren Arbeitsabläufen passt. Zunächst gilt es, die richtige Steuerung auszuwählen. In diesem Video geht es um die F45 EvoDrive-Steuerung. Hauptmerkmal der Steuerung ist der große 7 Zoll Touchscreen, über den ich die Achsen sowie die verschiedenen Softwarefunktionen anwählen kann. Die Eingabe der Werte erfolgt über diese Tastatur, die mir ein schönes Feedback über meine eingegebenen Werte gibt. Hauptunterschied zur F45 ProDrive-Steuerung ist die bereits integrierte Anwendungstechnik, die ich hier über das Menü anwählen kann. Im Hauptmenü finden wir verschiedene Hilfsprogramme, wie zum Beispiel das Nuten, den Winkelschnitt mit Übermaß, Kettenmaßfunktion, den Shifterschnitt. Auf der anderen Seite haben wir verschiedene Programmeinstellungen, die Einstellung des Vorritzers, die Werkzeugverwaltung und die Grundeinstellungen der Maschine. Um nur ein Beispiel zu zeigen, erkläre ich euch jetzt einmal die Shifterschnittfunktion. Ich rufe mir das Programm Shifterschnitt auf und kann hier nun verschiedene Werkstückmaße eingeben und diese dann mit OK bestätigen. Danach öffnet sich ein zweiter Bildschirm und zeigt mir genau meine Einstellungen ein, dass ich beispielsweise meinen Winkelanschlag auf 82 Grad stellen soll, mein Sägeblatt auf 45 Grad schwenken soll und meinen Winkelanschlag, die erste Klappe, auf 103 stellen soll. Mit der Zurückfunktion komme ich wieder in den ersten Bildschirm und könnte hier gegebenenfalls meine Maße ändern. Mit dem Home-Button komme ich zurück in meinen Hauptbildschirm, wo ich meine verschiedenen Achsen einstellen kann. Einmal die Einstellung der Höhe, die Schwenkung des Sägeblatts, gegebenenfalls den Winkelanschlag und den Parallelanschlag. Hier unten sehe ich die Einstellungen meines Motors, 3200 Umdrehungen pro Minute, meine Materialstärke mit 19 mm und meine Sägestärke mit 3,2 mm. Wenn ich den Parallelanschlag nun fahren möchte, kann ich die letzten vier eingestellten Werte übernehmen oder direkt über die Einstellung den Wert anwählen. Mit der Starttaste löse ich den Parallelanschlag nun aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unsere Homepage findet ihr in der Infobox und nicht vergessen zu liken und Comments bitte unten. Hallo und herzlich willkommen bei Altendorf. Mein Name ist Sven Kostros und ich möchte euch heuer. In diesem Video geht es über die EvoDrive-Steuerung. Über das separate Touchfeld, das mir ein schönes Feedback über Touchfunktion anwählen. Über den ich meine Funktionen. Ist der große 7 Zoll Touchscreen, über den ich die Achsen anwählen kann, aber auch die verschiedenen Softwarefunktionen anwählen kann. Anwählen kann. Ja, doof. EvoDrive-Steuerung ist die Anwendungstechnik. Nee, das weiß ich nicht. Menü fast.